Oh, ich glaube, ich rieche das Essen von vor 2 Jahren. Oh. Was gibt es im nächsten Test? Oh, Katapultplattformen. Oh, wer hätte das gedacht? Na dann, viel Spaß beim sorglosen durch die Luft segeln. Ich muss jetzt in den ehemaligen Glasflügel und 15 Hektar Glasscherben aufsammeln. Ganz alleine. Ja. Jump einfach mal. Leicht verkackt. Auch nur leicht verkackt. So, und jetzt nochmal. Ta! Justin Bieber! Ahaha! Geschafft. Entschuldige, ich reinige gerade noch die Testkammern. Manchmal findest du dort noch Müll, nutzlosen, stinkenden Abfall. Meide möglichst den Müll, der auf dich zurast. Was? Ich glaube, ich hätte was davon auffangen gesagt. Kann das sein? Okay. Wuhu! Erinnerst du dich, als ich vorhin von dem stinkenden, nutzlosen Müll sprach? Das war eine Metapher. In Wirklichkeit meinte ich dich. Und es tut mir leid. Du hast nicht reagiert und ich dachte schon, du hättest es nicht verstanden, was diese Entschuldigung wiederum unsinnig machen würde. Darum muss ich dich jetzt noch einmal Müll nennen. Komm, leck mich. Wie frech die auf einmal ist. So geht das nicht. Ich glaube, ich muss mal deine Mutter anrufen. Wusstest du, dass man Menschen mit einem schlechten Gewissen viel einfacher erschreckt? Oh mein Gott, hast du mich erschreckt. Ich weiß auch nicht, was das war. Aber eine interessante Tatsache, nicht wahr? Total. Oh, habe ich dir etwa aus Versehen deinen Test vermasselt? Tut mir leid. Fick dich! Nimm dir noch einen anderen. Bitte. Wie süß. Ja, wie komme ich jetzt weg? So. Oh nein, schon wieder vermasselt. Was soll's, wir haben genug von den Dingern auf Lager. Völlig wertlos. Gut, dass ich sie los bin. Du kannst mir. Juhu, das war ein bisschen dahin. Juhu. Und das war verkackt. Autsch. Achso, ne, ich dachte gerade, das tut weh. Habe ich mich wohl geirrt? Denn es tat kein Stück weh. Oh fuck, das war aber dumm. Alles klar. Jede Testkammer hat einen Emanzipationsgrill am Ausgang, damit Testsubjekte keine Testobjekte aus dem Testbereich schmuggeln können. Der hier ist kaputt. Nimm bloß nichts mit. Ich doch nicht. Danke für den Tipp erstmal nochmal. Soll ich das Teil mitnehmen? Das kann ich gar nicht.
Kann ich nicht irgendwie irgendwas mitnehmen hier? Das ist doch voll ein Zeichen. Egal. Was? Warte mal. Obwohl, ne, egal. Bitte sei jetzt. Ladescreen, so. Der nächste Test beinhaltet Emanzipationsgrills. Weißt du noch? Ich erwähnte sie im letzten Testbereich, in dem es keine gab. Ahaha. Oh nein, schon wieder die Turbinen. Ich muss gehen. Warte. Der nächste Test bedarf einer Erklärung. Hier die schnelle Version. Falls du Fragen hast, stell dir das, was ich gesagt habe, einfach in Zeitlupe vor. Bitte, falls du Fragen hast, stell dir das, was ich gesagt habe, einfach in Zeitlupe vor. Teste auf eigene Gefahr. Ich bin gleich zurück. Leck mich so richtig hart. Egal. Hallo? Zum Teufel! Oh, das ist blöd. Das ist richtig blöd. Screen Song. Teil 3, die Rückkehr. Autsch. Langsam mache ich mir... Kriege ich Angst, überhaupt irgendwo zu laufen? Was zum Teufel? Achso. Juhu. Hey, ich bin's, mir geht's gut! Ich bin wieder da. Die Plattform hier sendet ein Notsignal aus. Du warst das, oder? Nein. Gut, versuch's jetzt. Es nicht. Ich lag da einfach so rum, dachte schon, das wäre mein... Die Plattform kann für jemanden deiner Größenordnung nicht kalibriert werden. Ich füge dem Maximalgewicht ein paar Nullen hinzu. Du siehst übrigens gut aus, so gesund. Versuch's jetzt. Kannst mich mal. Welcher weiß, Vogel ist das zu fassen? Und dann hat er... Du hast wohl die Ladekapazität überschritten. Gut, dann senke ich eben die Decke. Bin ich fett, ich komme vor. Autsch. Autsch. Hirnfehler. Ja, ich weiß. Ja, mein Hirn ist schon kaputt, genau. Aua. Ah. Böse. Wow. Perfection. Halt. Erstmal brauche ich ein Q. Wo finden wir eine Q? Kann ich da runterspringen irgendwie? Irgendwo.
Ey. So. Warte, muss ich jetzt schon wieder. Das ist doch hier. Ah. Wow. Dass meine Beine irgendwie unzerstörbar sind, ne? Das wundert mich schon die ganze Zeit. Ja. So. Wo muss das Teil denn hin? Eigentlich. Ach so. Ich würde hier gerne durch. So. Oh, ein Loch in der Wand. Sind die witzig. Muss ich das halt so versuchen. Yeah! Sieh nur, wie majestätisch du durch die Luft segelst. Wie ein Adler, ein fetter Adler. Fick dich! Das Teil die ganze Zeit versucht mich zu dissen, also wirklich. Ich hab doch nichts getan. Ich hab dich nur mal getötet. Dann, langsam wird's aber schon wieder Zeit für einen Schnitt. Ja, ich glaube, ich mach gleich einen Schnitt. Ja, ist eine gute Idee. Ein Schnitt, wenn ich schnitt. Viel Spaß beim nächsten Test. Ich gehe jetzt zur Oberfläche. Es ist so ein schöner Tag. Gestern habe ich ein Reh gesehen. Wenn du den nächsten Test bestehst, lasse ich dich vielleicht im Fahrstuhl bis ganz nach oben fahren und erzähle dir von dem Reh. Ist ja sehr interessant, also wirklich. Deswegen mache ich jetzt auch einen Schnitt und wir sehen uns beim nächsten Teil. Hups, falschen Knopf gedrückt.